Er steht genau vor dir. Er ist gerade rausgefahren, ohne zu gucken. Ist ein PKW gekommen und hat den erstmal auf die Seite geschmissen. So, wie viel Schaden hast du? Warte, ich muss nochmal in die Werkstatt. Ach Mann, was? Aber ich sehe ihn echt nicht. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Truck Simulator und heute wieder im Konvoi. Lassen wir erstmal die fremden Leute hier vorbeifahren. Wir wollen jetzt hier im American Truck Simulator ein bisschen zusammenfahren. Und da sind noch zwei Leutchen dabei. Ich begrüße als erstes mal den Luxen. Hallo. Und den Fotofreak alias Falcone. Hallöchen. Ja. Der Sigi ist heute nicht dabei, wir sind also heute zu dritt unterwegs und ja, wir mussten jetzt eine ganze Weile erstmal ein bisschen rumprobieren hier, weil Luxen schon in den 3 Minuten, die wir hier rumgeturnt haben, schon zweimal sein Auto Schrott gefahren hat. Einmal Schrott gefahren wurde und einmal Schrott gefahren hat. Er übt halt noch. Das liegt bestimmt an der Farbe. Ja, und ich habe mir mal die Lackierung drauf gemacht, die man nämlich kriegt, wenn man das Nebraska-Event gemacht hat. Denn komm, machst du die mal drauf, kostet ja nur 26.000. Das ist ungefähr 5% von dem, was Luxen täglich an Reparaturkosten hat. Kann man mal machen. Ja gut, Luxen sollte ja wieder einen Auftrag raussuchen. Er sagt, er hätte auch schon einen gefunden. Was hast du denn da gefunden? Wo soll es denn hingehen? Ja, warte. Es geht nach Scottsbluff. Scottsbluff, ja. Da oben, ja. Kurz Platz, ja. Warte, ich muss nochmal suchen. Direkt dahin, das ist doch gut. Das ist wieder mal super. Was fahren wir denn? Ja, warte. Ich, Weißt du, was? Ich hab's. Nimm an. Also, Industriepaletten, ja. Ja, oh, da gibt es bestimmt Unmengen schwer. Geld für. 8 Tonnen, 8,7 Tonnen schwer, ja. Und 5.830 Öcken. Also ja. Nix. Ja. Eine Nullnummer. Naja, kommt auf dein Level drauf an. Ja. Nein, hast du angenommen? Ja, ich nehme es jetzt an. Gut, wie geht denn jetzt? Jetzt muss ich gucken. Also 340 Meilen weit ist es. Warte, es lädt noch bei mir. Ja, ich weiß es gar nicht. Da. So. Moment mal, wo? Ach, ich muss ja hier gucken. Ich gucke immer falsch, guck mal in die falsche Liste. Oh, so. Ich möchte schon wieder immer mit M starten. Ich bin zu viel Omsee. Oben links musst du gucken. Da steht ja, ich hab jetzt. Farmers Burn. Ist Julia schon wieder reingefahren? Nein. Ich verwechsel die Steuerung mit Omsee. Oh, ich werde nicht mehr fertig. Wenn ich jetzt Schaden habe, erwürge ich dich mit meinen bloßen Händen. Eieiei! Ich stehe hinter dir. Ja, ich weiß. Ja, kannst du Weißt du was? Fahr du vor. Weil wenn du vorne fährst, kannst du keinem reinfahren. Ist ja wohl nicht wahr, ey. So, ich fahr gerade an dir vorbei. Ja. Ja, und dann kommt erstmal eine KI. Die auch komische Sachen machen. Achso, der biegt da ab. Mann, ey. Da hat mir ein Zuschauer geschrieben, er hätte sich jetzt irgendwie per Mod so diese Kameraspiegel geholt. Dann kann man das Sichtfeld größer machen, weil man ja den Kameraspiegel näher an den Holm holen kann. Ne? Das ist natürlich eine Option, obwohl ich eigentlich nicht so davon begeistert bin. Oh, jetzt habe ich ja, die quetscht sich immer die KI dazwischen. Ja gut, das sind so harmlose Mods, das kann man ja schon machen. Nee, die sind eben nicht harmlos. Ich meine, gut, hier im ATS kann man das machen vielleicht, weil man ja so, oder weil ich ja sowieso ohne irgendwie Pro-Mods oder so fahre. Aber wenn du das machst, zum Beispiel im ETS, dann hast du nämlich das Problem, wenn du eine ältere Version fahren musst, weil die Pro-Mods mit der modernsten noch nicht kompatibel ist, dann kann das sein, dass sich diese Mods nämlich aktualisieren auf die neueste Version und dann hast du Probleme. Das hatte ich nämlich schon mal. Hm. Das heißt also, ist nur dann gut, wenn man auf der originalen Map fährt. Ne? Und immer mit der originalen, neuesten Programmversion.
Wenn du jetzt so eine Experimental oder was hast oder eine ältere für unkompatible Mods, nützt dir das nichts, weil die Mods nämlich immer automatisch aktualisieren. Der fließt da rein in die Parklücke, ist auch möglich. Ich hab jetzt so ein. Musste ich jetzt was annehmen? Nö, nö, doch wahrscheinlich. Ah, nee, da sehe ich ja. Nee, musst du nicht. Wenn du den jetzt aus der Liste angenommen hast, dann kannst du durchfahren und dann hast du deinen. Gut, gut, gut. Zielfähnchen schon auf dem Hof. Ah ja. Ich habe jetzt seit dem Vorfall von vorhin ziemlich viel Schiss durchzufahren. Durch jemanden durchzufahren. Ja, das ist auch richtig so. Sensibilisierungsaktion erfolgreich. Guck mal, hier liegt zwei abgehauene Birken am Boden. Ach ja, da ist eine Birke kaputt. Ja, war das Luxen war hier? Nebenbei. Ja. Der Blitz, ey. Meinen süßen 24. Ja. Die Leute fragen mich immer noch nach dem Ausweis. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ja, weil du aussiehst wie gerade mal 6. Wahrscheinlich würden die dich ja für über 20 halten, aber sobald du sprichst, ist es vorbei. La 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 la. Deswegen ist das, glaube ich, sogar manchmal wirklich. Ach was. So, dann fahren wir hier rüber. Dann haben wir die Tankstelle gleich frei. Wieso fährst du über die Tankstelle? Brauchen wir doch gar nicht. Aber ich habe sie dann gleich aufgedeckt. Ach so. Ach herrje, was ist denn hier passiert? Weißt du, Luxen fährt tanken und die KI baut Unfälle hier. Wieso musst du eigentlich jedes Mal tanken? Ja, tank doch vorher! Ja, das wäre aber dann zu professionell. Utsch! Ja, ich hab's gesehen. War interessant. Utsch. Da ist irgendwas aus dem Boden gekommen, was dich hochgestupst hat. Was? Da ist irgendwas unter dem Boden. Siehst du das? Das kommt manchmal durch den Asphalt durch. Ach, da! Echt? Ja! Okay. Dann, das sind ein Tanker. Ja. Und der hat dich hochgestupst. Sieh zu, dass du da wegkommst. Wie kann das denn? Hast du hier einen Unfall gemacht, Luxen? Der war doch bestimmt wieder. Paragraph 1. Deswegen steht auch der Traktor so quer. Ich hab Angst. Ja, die beiden haben. Ich hab Angst. Fahr. Ich hab Angst. Jetzt hau ab, Mensch. Der hat sich da reingebackt. Wenn wir aus der Renderdistanz raus sind, wird der verschwinden. Ach, deswegen ruckelt es so. Naja. Nee, bei mir nicht. Dann wissen wir ja, wer das verursacht hat. Bei dem es ruckelt. Ja, das kann natürlich passieren, ne? Ja. Ist heute aber noch komisch. Ja, heute ist sich der Wurm drin. Kann ich ja mal sagen für die Zuschauer. Wir haben uns erstmal hier getroffen. Da waren wir an so einer Tanke vorhin. Und erstmal konnte der Fotofreak den Luxen nicht sehen. Also all nochmal raus, rein, raus. Luxen fährt los, dong, fährt mir erstmal rein. Dann, weil Foto den Luxen nicht sehen kann, will neben mir parken. Genau da, wo Luxen steht, hat er nicht gesehen. Gong, Luxen kaputt. Luxen also erstmal in die Werkstatt, Auto reparieren. Dann fährt Foto nochmal, wird Luxen reingeschoben in parkende LKWs. 100% Schaden nochmal zur Werkstatt. Na komm, dafür darfst du vorbeifahren. Ja, lass ihn lieber vor dir fahren. Wenn der vor dir ist, kann er dir nicht hinten drauf fahren. Nee, guck mal, da hinten, da fährt ein LKW mit den Hinterrädern in der Luft. Was ist denn aber los? Er kann mich ich glaube, irgendwie steht das ATS-Display unter keinem guten Stern, oder? Ich habe so den Verdacht, dass wir noch allerhand komische Sachen zu sehen kriegen. Das wird noch lustig, ja. Haben die das nicht mal gepatcht? Nee, haben die nicht. Also ich hatte solche Dinge wohl im Fernbus-Simulator immer gesehen, dass da die Trailer durch die Gegend fliegen. Besonders wenn es Regen gibt, dann fliegen die tiefer. Aber im ATS und ETS ist das Problem eigentlich nicht, außer schon mal im Multiplayer, wenn 170 Leute auf einen Haufen waren, dann flogen die auch durch die Gegend. Das fand ich aber eher amüsant früher. Soll ich mal notbremsen? Nee. Wenn du eine blutige Nase gebrauchen kannst? Ich habe hier schon zwei rote Leuchten. Musst du jetzt nicht noch Notbremsen machen. Warning Engine und noch irgendwas anderes. Das sind ja nur 306 Meilen, noch ist ja gar nicht so weit.
Aber das ist richtig, ja. Konvoi. Jetzt fahren wir alle schön hintereinander. Ja, was so sollte das aber sein. 65? Ich kann dir eins sagen, der hat überhaupt nichts drauf. Hey, der riecht sich dann immer so schön auf. Das dauert aber immer so lange, ne? Ja. Dann merkst du richtig so, wie die Holzzahnräder im Kopf so ratata, 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 ratata. Aber erst nachdem man eine Münze drin geschmissen hat. Ja, ja. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Ich dachte, er meinte erst dich. Wer war denn? Aber dann fällt mir ein, du kalbst ja immer gegen mich so schön, ne? Ja, das macht Spaß. Am meisten Spaß macht das ja, wenn die Leute sich dann so richtig drüber aufregen. Boah. Aber das machst du doch auch. Ja. Was ist denn das für eine Stromverschwendung? Ein beleuchtetes Stoppschild, ja? Ja, besondere Vorsicht. Vor allen Dingen, du stehst auf dem Stoppschild. Ist mir doch wurscht, hallo? Ja, Lichtverschmutzung, Umweltverschmutzung. Luxen hat keinen Führerschein. Man merkt's. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so nur aus Spaß, sondern das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich denke mal, dass das schon was ausmacht. Das macht auch was aus. Ja, guck mal, ich fahre seit 1983 nahezu täglich ununterbrochen Auto. Ich habe sogar beruflich gefahren. Ich habe also schon, weiß ich nicht, ich glaube eine siebenstellige Anzahl an Kilometern gefahren in meinem Leben. Das merkst du natürlich auch in so einer Fahrsimulation. Das ist eine gewisse Routine, die sich auch hier bemerkbar macht. Und jemand, der gerade erst dabei ist, einen Führerschein zu machen, der macht dann eben gewisse Fehler, die andere, die in der Realität viel fahren, nicht machen. Ganz automatisch nicht, ne? Deswegen fährst du vorne, Luxen. Hey. Ja, nu. Ah ja, krieg ich jetzt geblitzt wegen der Ampel, obwohl ich abgebogen bin. So, das hast du jetzt davon, ja? Ja, bin ich zu weit rausgefahren oder was? Ich weiß es nicht. Ich muss doch ein bisschen Bogen fahren. Das hast du jetzt vom Stichel. Naja, so. Weiß ich, hab noch ein bisschen Kohle. Ist halt nicht so dramatisch. Ja, deine 5 Millionen Öcken? Nee. Aber 500.000 habe ich auch nur. Wenn du schon abbiegst, musst du dann nicht normal stehen bleiben auf der Kreuzung. Ja, sollte ich jetzt besonders vorsichtig fahren oder wie geistig? Auf der Kreuzung stehen bleiben zählt nicht als vorsichtig fahren. Ach ja. Oh, jetzt hatte ich Schiss. Ich dachte, jetzt erwischt mich die Schranke, ja. Meine Güte. Falls mehr Glück als Verstand. Ja, wenn ich jetzt nicht ein Video aufgenommen hätte, wäre ich trotzdem noch drüber gefahren. Tada. Richtung, ja. Ich glaube, da sitzt Jason drin. Hört ihr mal das Gehupe an? Ja, und der findet die Tröte so gut. Ja, ja, denkt immer, oh, ich tu mal so gleich in den Tunnel. Tüt. Tut, tut, tut. Warum finde ich Hupen gut? Tut, tut, tut. Weil das Hupen Spaß machen tut. Sehr schön mit der bewegenden Bewässerung. Ja, du bist schon in einem anderen Bundesstaat wahrscheinlich wieder. So warten, ja, weil die Schranke hinter einem zugeht? Nein! Das ist Luxen, der sagt, ja, ja, komm, ja. Lass sie mal da hinten warten, ich heb schon mal Gas. Ja. Hab ich meine Ruhe hier vorne? Kann mir aber ja es ist ja für uns auch irgendwo ein Stückchen Sicherheit, wenn er weit weg ist, ne? Ja, dann kann ich wie ein Geistesgestörter fahren. Ja. So. Das ist neu. Jeder braucht 65. Nee, aber ich will mal ordentlich fahren, ja? Oh, damit sich auch mal richtig die Hardcore-Fans. Mit Ampel? Total zufrieden sind. Und die Ampel ist rot. Naja, 55. Wie sollte es anders sein? Welche Ampel? Definiere das Wort Ampel. Na, Baustelle-Ampel. Definiere das Wort Ampel. Eine Ampel ist ein kleines grünes Licht, das immer rot wird, wenn man näher kommt. Welche Baustelle? Ich bin bei gar keine Baustelle, oder habe ich die übersehen?
Ja, hier liegen Leichen rum. Wahrscheinlich hast du die übersehen. Ich bin jetzt gerade in einem Ort. Ach, da ist auch eine Ampel. Keine Ahnung. Bin jetzt auf der 385. Aha. Du bist richtig. Okay. Wow. Wow. So, nichts passiert. Das ist auch so ein Vorteil, wenn Luxen vorfährt. Es gibt keine Zeugen von seinen Missetaten. Boah, weißt du das alles? Ja, habe ich ja, so einen Urin. Das Schöne ist ja, wenn wieder eine Kontrolle kommt, Luxen bezahlt für alle. Ja. Vorsicht, ich blockiere gleich die Straße, ja? Das tust du sowieso. Ach ja. Drück die KI unter den Asphalt. Gleich schlägt es aber 13. So, was haben wir hier? 35. Ja, ja. Ich möchte übrigens... 25. Ja. Ich möchte übrigens betonen, ja, dass ich mittlerweile beim Führerschein bei den theoretischen Prüfungsfragen bin. Ja, ist ja Wahnsinn. Dann müsstest du ja eigentlich so manches wissen. Ja. Zum Beispiel, also dass man vielleicht nicht unbedingt auf der Kreuzung stehen bleiben sollte. Oh gut, ja, gibt Ausnahmen. Ja, das habe ich tatsächlich richtig angekreuzt. Ach guck mal, da fahren wir jetzt schon wieder Bahnübergang. Oder zum Beispiel, was macht man an einer Kreuzung, rechts vor links und wie verhält man sich bei dem Schild und was macht man, wenn Nebel kommt und so weiter. Ja. Hupen. Na ganz einfach, wenn Nebel kommt, wird das Rennen abgebrochen. Ja, also die 24 Stunden von Nürburgring waren auch bloß 8 Stunden Rennen. Nee, also wenn ich im Osten bin, ja, stelle ich mich dann auf die Straße und dann sage ich, oder allgemein und dann, auch im Westen oder irgendwas und dann, keine Ahnung. Dann gebe ich der Polizei die Schuld. Das ist auch eine gute Strategie. Ja. Grün. Die Polizei ist immer schuld. Nee, wir kennen den Paragraph 1. Ja, du Paragraphenreiterin, du typische deutsche Kartoffel, ja. Paragraph 1, Luxen ist schuld. Paragraph 2, sollte das mal ausnahmsweise nicht der Fall sein, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Aber wo seid ihr denn überhaupt? Am Bahnübergang. Wir tun das, was du angekündigt hast. Ordentlich und vorsichtig fahren. Ich fahre auch vorsichtig. Ich gehe jetzt auf 45 mph runter, weil es mir angekündigt wurde. Oh, ich bin jetzt bei Sydney. Was willst du denn in Australien? Hast du eine Abkürzung genommen oder bist du hingebeamt worden? Ja, das ist schon wieder eine Baustelle. Ja. Warte, ich beam mich ab. Du bist aber gut in die Eisen gegangen jetzt. Ich habe so ein bisschen jetzt Zähne gezeigt. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht mehr hier. Ach ja. So, Überholstreifen, schauen natürlich und jetzt rausfahren. Hätte so. Man eigentlich auch durchfahren können. Da kam ja keiner von vorne. Ja, aber das kostet ja immer Geld dann. Ja, wenn man sich erwischen lässt. Was relativ häufig passiert hier im Simulator. Ja, schlimm, solche Leute. So. Jetzt haben wir schon 19 Uhr, wird schon bald duster. Wir könnten ja auch schlafen gehen. Wir haben ja so einen externen. Das geht ja nicht.
Ach ja, geht das ja geht gar nicht. Du kannst nur entweder Kaffee trinken. Ja. Oder du selber als Serverhersteller könntest die Zeit vorstellen. Nee. Wie denn? Dann müsste ich über die Konsole oder was? Über die Konsole, ja. Ja. Habe ich noch nie gemacht. Nee, das wäre ja cheaten. Na, ich könnte. Du hast ja die Konsole an, ne? Ich vermute. Ja, wenn du Flycam drin hast, dann hast du automatisch die Konsole hoch mit an. Ja. Dann könnte ich dir das nachher mal kurz erklären. Ist ja nur ein Befehl, ne? Ja, ja. Hm. Ja, mal gucken, könnte man machen, weil nachts fahren, das ist immer ein bisschen blöd für Video, wenn man nichts sieht. Wir wollen die Gegend ja auch sehen und in dem normalen Spiel würde man ja auch schlafen gehen, ne? Ja. Ja, besonders wo wir denn noch dahin wollen, da wäre es besser, wenn wir da am Tage fahren. Ja, ja. Obwohl es ja in der Nacht da auch interessant ist. Ja, gucken wir mal. Fahren ohne Licht, ja, super. Oh, danke für die Erwähnung. Ist ja egal, ich hab's ja. Deswegen hab ich immer Licht an. Ich eigentlich auch. Aber der hatte das jetzt hier ausgemacht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist ausgegangen, weil ich die Lackierung vorhin draufgepackt habe. Und dann wird das quasi resettet, das Fahrzeug in der Werkstatt. Sonst habe ich das Licht nämlich auch immer an. Ja. So. So, wir sind jetzt auf der Auffahrt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Bildschirm ganz groß gemacht habt, also das Navi. Dann könnt ihr mich auch sehen. Ja. Ach nee, nächste Einfahrt. Guck mal, da ist ein Reiter auf dem Fluch. Yep. Ich habe übrigens keinen Schaden bisher. Ne? Mhm. Das schaffst du schon noch. Gib nicht gleich auf. Hey. Na guck mal, der ist ja schon kurz vor Sydney. Ja, ja. Ach, hast du jetzt auch mal deins groß gemacht, Falcone? Na, ich hab die große Map angemacht. Ach so. Abendlicht. Ich finde das ganz schön. So, wir fahren eine kleine Windelstreife. Ja. Wisst ihr, was zurzeit das Schlimmste ist? Ich hätte so Bock am Wochenende gehabt, 7 Days zu spielen, aber dann denke ich mir, wenn ich jetzt weiterbaue und da kommt ein Update, ja, dann ist... Ja, ja, wir wollen ja den Server dann wieder machen. Wahrscheinlich auch mit ein paar mehr Slots. Es sind auch andere Leute aus Rising World, die vielleicht mitmachen wollen. Also wenn das geupdatet wird und die neue Version kommt, dann werden wir auch sehr bald darauf neu starten mit unserem Server. Und dann geht's wieder los, ne? Ja, ich hoffe, es kommt mal bald. Wahrscheinlich kommt das an demselben Tag wie bei Subsistence, das Update. Ist doch egal. Ja, aber dann kennt sich ja kein Schwein wieder aus. Dann musst du erst mal da schauen und dann da schauen und dann... Ich habe schon mal reingelünkert in so eine Datei, also in so eine, in so ein Video, wo die Neuerungen so ein bisschen erzählt werden. Also es gibt da einen ganz neuen Avatar-Generator, da kann man dann seinen Avatar hinbasteln und so. Das habe ich schon gesehen. Mhm. Und mehr, die Zombies sind ein bisschen unterschiedlicher, die haben unterschiedliche Kleidung jetzt. Und dann gibt es neue Locations, dann Ja komm, fahr. Ibias. Ja, mach ich ja. Achso. Nee, gib mir hier die KI. Die KI. Meinst du? Ey, jetzt brennt. Oh, jetzt wird wieder einer noch rübergezüppelt hier. Kleiner Jeep, den schiebe ich hier gleich vor mir her. Es wird düster. Ach, da vorne fährt wieder eine KI hin und her. Du gehst nicht vorhin, dann kommt die andere KI gar nicht klar. Also ich fahre gerade 55, ne? On the road again. Da da di da 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 di da da.
Da-da-da-di-da-da-da-da. Nee, das ist was anders, aber ist egal. Na, di-da-da-da-da. Du bist auch so ein Dieter. Darf man denn überhaupt noch? Was? Das ist verboten. Was? Singen? Nee, Gigi Agostino. Ach, was, wenn ich, als wenn ich wüsste, was das gewesen wäre. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Du hast den... Was? Da, 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 di, da, 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 da. Was jetzt? Country Road, take me home. Du bist dreist, weißt du das? Was? Naja, wenn ich nicht weiß, was die hier machen. Ja, parken. Ja. Die haben Parkinson, oder wie? Ne, Parkinson haben nur manchmal die Fahrgäste in Omsi. Ich hatte anfangs gedacht, das war, hätten die würden so zittern aus Angst, wenn sie mich sehen, aber... Ja, ich meine Parken mit E. Mhm. Ja, die haben Schüttelfrost. Jo. Dann weiß ich, wie Manfred mit Nachnamen heißt. Espenlaub. Manfred Schüttelbaum. So, dann hätten wir ja schon mal Sydney erreicht. Ruckzuck sind wir in Australien, siehste? Ja, wollen wir eine kleine Geheimstrecke fahren? Hä? Kennst du hier eine? Hm? Ja, los. Naja, muss erstmal grün werden hier. Ja, das wäre besser, ist billiger. Wir können es ja erstmal abliefern und dann eine Geheimstrecke machen. Nee, jetzt sollst du auch dafür bluten, dass du vorgeprescht bist. Richtig, so sieht's aus. Und wo ist die Geheimstrecke? Das wird nicht verraten. Sag dir nicht. Nee, aber ich meine, jetzt ist die in Scottsbluff. Kann ich da schon reinfahren oder muss ich dann wieder umdrehen? Nee, das machen wir dann nachher zusammen. Aber jetzt erstmal hier eine Strecke, die liegt nämlich auf dem Weg. Okay, mehr wollte ich gar nicht mehr wissen. So. Ist ja ein Geheimnis, so, ne? Rechts am Ding. Jetzt darfst du mir aber nicht wegfahren. Nee. Ich bin ganz vorsichtig. Ich fahr ganz vorsichtig, Leute. Könnt ihr mir glauben? Neue Passagekarte aktualisiert. Bitte was? So, nix. Nächste links. Ja, ich sehe das ja. Ich bin ja direkt hinter dir. Ich kleb dir quasi am Arsch. Also wenn es juckt, nicht kratzen, weil macht Aua. Ich sehe euch so, gar nicht. Jetzt das Lenkrad ein bisschen festhalten. Ach du liebe Güte. Geht das jetzt lange so, weißt du das? Ah, ist ja noch gleich. Ist ja noch ganz harmlos. Habe ich schon andere gesehen. Wenn es anfängt zu bluten, ist vorbei. Mhm. Nee, wenn das zu lange zu holprig wird, dann wird mir gerne mal so ein bisschen schwurbelig im Kopf, weißt du? Mhm. Ach, das ist in Sydney und nicht in... Naja, nee, ist gleich vorbei. Wir sind gleich. Und war sehr holprig. So, und das war das Stück. Ja, immerhin. Ja. Aufgedeckt ist aufgedeckt. Richtig. So, und das ist hier der normale Zugangsweg zu der Firma. Ne? Mhm. Mit Bahnübergang. Kommt da mal das hättet ihr mir nicht früher sagen können. Nein. Oh, hast du mich so sehr. Du bist doch vorgefahren, ist doch gut. I know. Ja, weil ich dachte, das ist ein Scottsbluff und so. Kommt ja. Uiuiui, gut, dass der gebremst hat. Nee.
Ja, ja, ja. Ja, wenigstens habe ich mir jetzt nicht den LKW zerkratzt. Hehe. So. Nee, du zerkratzt andere. Wo weißt du das? Habe ich gespürt. Als wenn es ein Erdbeben jetzt ist im Spiel, das war ich nicht. Ich schwöre beim Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Der da wäre? Das siehste? 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 Joe Biden. Oder was? Ja, genau. Oder Lisa Simpson. Ja. Oder hier, wie heißt der noch, der verurteilte Straftäter? Der Blonde? Jo. Ach, Blondie, nee. Meinst du? Nee, du meinst die rote Locke. Die Orangenhaut. Oh, der war laut. Der hat gerade richtig schön drin geschimmert hier. Was, wie, wer? Na, der Donner. Ich hab nichts gehört. Ach so. Ach, zieht's jetzt zu dir? Sind wir schon in Bayern? Ah, jetzt fängt's an zu regnen, jo. Ach, bei dir jetzt auch? Ja, aber nur im Spiel. Draußen in der Realität ist trocken. Leck mich am Arsch, ja. Ja, pf, kann so. Ich machen, wenn dir das was bringt. Wenn du das bezahlen kannst. Ach, bei mir ist es jetzt gerade auch ein bisschen schön. Da kommt nix. Hier kommt auch nix. So, ich... So, jetzt höre ich auf zu singen, sonst, ja. Ja. Sonst werden die Videos nicht monetarisiert. Ja, sonst halten die es noch fit. Nee, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ich vielleicht eine Klage kriege wegen Schadensersatz, wegen Schmerzensgeld. Weil den Leuten dann die Ohren geblutet haben. Deswegen singe ich ja auch nicht. Oder immer nur ein bisschen. Ah! So. Ist schön, wenn man jetzt ein Headset hat, dann kann man mehr Quatsch machen. So. Aha. Ja, der Luxen, der hat sich extra ein Headset gekauft für unsere Konvoifahrten. Er hatte sonst nur so ein Hinstellmikrofon oder sowas, ne? Und ich habe jetzt einen großen Bildschirm. Naja, groß. Hat er ja richtig investiert. Ja. Ja, ich hab mir gestern eine Armbanduhr gekauft. 10 Jahre hatte ich keine Armbanduhr mehr. Hab gesagt, komm, jetzt machst du das mal. Weil war immer so nervig. Immer musste das Handy aus der Handtasche wühlen. Nur wenn du wissen willst, wie spät es ist. Dann hab ich gesagt, jetzt holst du dir eine. Dann hab ich das gestern gemacht. Läuft die mit Kohle? Ja, muss ich immer glühende Kohlen reinschaufeln. Ist eine kleine Dampfmaschine drin. Na, aber es gibt doch schon... die modernen, wo du so ein Hamsterrad kleine, drin hast. Kleine Mini-Ratten oder ja, siehst du? So Hamsterrad. Läuse drin machen kannst. Bettwanzen, weißt du? Bettwanzen, ja, die sind ja auch schwer im Kommen, ne? Die sind richtig modern geworden, habe ich gehört. Ja. Naja, aber bei den Bettwanzen, der Vorteil ist ja, dass die keine Krankheiten übertragen, ne? Die sind halt nur lästig und eklig. Aber das ist doch schon mal ein Trost. Stell dir vor, das wäre jetzt so wie Zecken oder so. Mit Borreliose und Hirnhautentzündung und den ganzen blöden Kackdreck. Ja. Dann wäre das schon eine ganz andere Hausnummer. Andererseits würde dann wahrscheinlich mehr dagegen getan werden. Ja, ich muss hier auch aufpassen. Ja, hier ist ein bisschen dunkel in der Ecke. Ja. Hatte jemand schon mal Bettwanzen? Nee, ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, da kannst du dir ja mal, wenn du woanders schläfst oder öfter mal in Hotels schläfst, dann kann man sich die ja mal irgendwo einfangen, ne? Also nimmst du die mit nach Hause. So, hier links, da ist auch ein Pfeil dran. Da gibt's auch einen Geheimweg.
Ja, ich bin jetzt nicht direkt hinter dir, weil da eine KI zwischengefummelt ist. Also ja. Hier. Okay. Genau. Da kommst du denn hier auf den Hof. Hat das einen Sinn? Bettwanzen? Ja, für die Bettwanzen schon. Ich meine den Weg. Nö, nee, das ist halt so ein bisschen Geheimwege, die auf der Map so nicht eingezeichnet sind. Naja, wenn du etwas längere Ware hast, ist es besser, diesen Weg lang zu fahren. Das weiß man vorher aber nicht. Wenn man was länger hat? Na, wenn du einen längeren Trailer dran hast. Okay. Dann ist es besser, da lang zu fahren, als den direkten Weg. Warum? Weil das besser zu fahren ist? Weil das besser zu fahren ist, ja. Mhm. Das ist zwar auch wieder so ein holpriger Weg, aber ja, für die Länge her besser. Ich wusste gar nicht. Frei, ja. Toll, jetzt regnet es im Spiel. Muss ich das jetzt hier wirklich auch noch haben? Sag jetzt ja. Nichts, ich weiß, was du denkst. Ja. Sind die eigentlich schon Schwimmhäute gewachsen zwischen den Fingern oder so? Oder Kiemen gewachsen am Hals? Guck mal in den Spiegel vielleicht. So lange im Regen hockst da. Ja, ich habe aber gehört, also in den Nachrichten, da ist allerhand passiert, ne? Mit Überschwemmung und zu viel Wasser. Ja, hab ich dir auch schon erzählt, ne, im ja. Video. Ich habe jetzt nicht genauer die Nachricht geguckt, aber ich sehe so die Schlagzeilen, denk, mein Gott, ey. Das Wetter spielt immer mehr verrückt. Ah, ist gelb, schaffe ich noch? Ich versuch mal. Jo. Und ich musste erstmal, ich wusste jetzt gar nicht, ob ich pünktlich komme, ich musste erstmal die ganzen Gullis bei uns aufmachen. Oh, ich glaube, ich habe die Einfahrt verpasst. Ja, ne? Ich wollte auch schon sagen, den fährt sie nicht zu weit. Na, dann fahr ich rein. Ne. So. Oh Gott, ich sehe was ganz Gefährliches vor mir. Was Pinkes? Ah ja. Was immer ein Auto kaputt macht. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Krempel abgeliefert kriegen hier. Passt mit der Zeit auch gut. Guck mal, haben wir die erste Tour mit der ersten Folge. Können wir gleich schlafen gehen. Ja. So, mal gucken, wo soll ich das Ding denn hinpacken? Hä? Wo? Ja, wahrscheinlich hinter... Warte, ich guck mal auf hinter die dem Map. Haus, oder? Ich guck mal. Das kann ich nicht richtig sehen hier. Weil ich muss irgendwie hinter ein Haus... Wo bin ich denn jetzt? Hier sehe ich überhaupt nichts. Doch. Naja. Ach, hier muss ich hin. Wo ist denn der Geheimweg? Luxen, was machst du da? Ich suche jetzt gerade den Geheimweg. Der steht mit auf der Kreuzung und findet den Gang nicht. Ich bin Vollprofi, lass mich. Was bist du, Vollpfosten? Ja, er ist Vollprofi und hat den Wahlhebel, den Gangwahlhebel abgebrochen. Das kommt schon mal vor. Ja, ja. Da muss ich gucken. So. Wollen wir das mal abgeben hier? Ausgeverzüglicht. War bei mir auch. Ja, die kennen dich noch nicht. Ja, ich mach das jetzt so von außen hier. Also. Ich habe erstmal gespeichert. Ja, ich mach das auch von außen. Manchmal so, manchmal so. So, jetzt bin ich weg, jetzt kannst du ordentlich fahren. Gucken wir uns das mal an hier.
Szenen angucken. Das Spiel will mich heute aber auch. Naja. Jetzt habe ich mich fest. Ich meine, ich habe mich. Passt schon mal. Tatü, tata, ja, ja. Habt ihr wieder Einsatz bei euch? Ach ja, die ganze Zeit schon mit dem Unwetter. Ach ja. Na, ich habe vorhin mal so ein bisschen NTV geguckt. Da waren die mit ihren Reportern vor Ort gewesen. Und hatten alle Schwimmflügelchen an. Mit einem Trecker an und Sandsäcke. Da sind die ausgestiegen, sind zu dem Reporter hin und der eine hat den erstmal vollgeflogen. Was machen Sie hier? Sie stören hier den Einsatz. Da haben sie gleich zurückgeschaltet ins Studio und haben sich dafür entschuldigt. Nicht schlecht. Aber die Reporter sind echt so dämlich. Die wissen ganz genau. Ja, die stehen den Leuten da im Weg. Ist doch logisch, dass die dann irgendwann mal normal auf die Fresse kriegen. Naja. Na gut. Ich würde sagen, wir haben abgeliefert. Und würde ich sagen, reicht fürs Erste. Ist sowieso Kackwetter. Wir werden uns nämlich schlafen legen, würde ich sagen, wenn wir das hinkriegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann weiterfahren. Da gibt es, glaube ich, noch was Geheimes, ne? Hast du schon angekündigt, was wir dann eventuell fahren. Gleich mal langfahren, ja. Ja, okay. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann sagen wir dann gemeinschaftlich Tschüssikowski. Bis dann. Tschüss.